So. Ja, die planmäßigen Verzögerungen im Betriebsablauf, man kennt sie. Also, wir haben FSCK, yay! Ja, achtet nicht so auf die Bildfehler. So, herzlich willkommen. Ja, Moment. Du willst hier jetzt einen Vortrag anfangen in einem Kino, ohne dass vorher Werbung läuft. Sorry, aber das geht leider nicht. Das ist aber schade. Ja, das Pop funktioniert schon. Moment, warte, also vorher war die Heralding-Einführung und ich habe den Heralds gesagt, dass wir garantiert den Zeitplan nicht halten können. Dass wir das am ersten Talk schon nicht schaffen, hätte ich nicht erwartet. Vor dem ersten Talk schon? Ja, mit dem ersten Talk. Ja, wir hatten leider auch mit der Werbung technische Probleme. Oh. Ich trinke nochmal einen Schluck. Das ist übrigens ein Mischpult. So, probieren wir es nochmal. So, es ist eine große Freude, euch bei der nächsten oder diesjährigen FSCK 2024 begrüßen zu dürfen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind übrigens ausverkauft, mehr als ausverkauft. Es sind jetzt 120 Tickets gewesen, plus mehr. Ja, ihr dürft klatschen, gerne. Schön, bekannte Gesichter zu sehen, die letztes Jahr da waren. Auch neue Gesichter sehe ich. Das ist schön, das freut mich. Dann kommen wir erstmal zum Übersichtsplan. Also, wenn ihr den richtigen Eingang benutzt habt, seid ihr unten links reingekommen. Sonst? Nee, das ist richtig. Unten links ist richtig. Manche sind auch oben rechts rein, die sind einfach durch die Kinokasse durchgelaufen. Vielleicht waren die Kinomitarbeiter verwirrt, vielleicht auch nicht. Dann da, wo dunkel ist, da ist das Hackcenter. Da könnt ihr hinsitzen. Da wird es abends auch lauter. Wir haben DJs akquiriert. Ja, dann da oben ist der Meetup-Bereich und da gibt es noch ein bisschen Sitzbänke, wo man sich hinsetzen kann. Den Workshop-Bereich in Kino 4 haben wir heute ab 22 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung. Da gibt es Workshops. Wenn da keine Workshops sind, könnt ihr da euch einfach in die Kinosessel reinsetzen. Und da ist ein bisschen leiser als im Hackcenter.
Und im Kino 5, da sind wir gerade, da gibt es Vorträge. Also ich habe mich gar nicht vorgestellt. Übrigens, ich bin Nick. Hallo. Genau, die wichtigste Info von dem Ganzen. Saal 4, heute ab 22 Uhr. Dann, wir haben Getränke. Wir sind günstiger geworden als letztes Jahr, weil uns Leute gesagt haben, dass wir arg teuer waren. Wir haben so viel wie möglich von der lokalen Brauerei, die nennt sich Heubacher, die ist in Heubach. Und wir sind ja hier im Schwabenland. Und Heubacher kommt aus dem Schwabenland. Und die haben so geile Namen für ihre Getränke. Die Cola heißt Albra Cola. Der Slogan ist die Cola von der Albra. Es gibt ACE, die Vitaminbombe. Die Vitaminbombe, Entschuldigung. Es gibt Apfelschorle. Das ist Apfel. Es gibt das isotonische Sportgetränk, heißt Sportsfreiend. Und der Spezi heißt Kumpel. Ich schweife ein bisschen ins Schwäbische, aber ich entschuldige mich. Dann haben wir auch noch Clubmate und dank dem Westerwald haben wir auch Floramate da. Das kriegt man hier nämlich gar nicht im dunklen Süden. Wir haben Guavenlimo. Trinkt sie, ich habe die noch nicht probiert, die ist bestimmt gut. Und wir haben Wasser. Ja, natürlich haben wir Sprudel. Ja, wir haben Wasser und Sprudel. Und wir haben auch Sprudel ohne Blub. Genau, kommen wir direkt zum nächstwichtigsten. Frühstück und Waffeln. Wir haben kein ewiges Frühstück, aber wir haben jeden Tag, also morgen und übermorgen, Frühstück von 9.30 Uhr bis 13 Uhr oder bis es halt leer ist. Ja, ich bin zu der Zeit nicht da, ich habe Nachtschicht. Genau, Waffeln werden vom C3 Wok präsentiert, da gibt es ein Spendenkästchen. Bitte benutzt es. Dann haben wir einen Fahrplan. Falls ihr da noch nicht in den Schedule reingeschaut habt, dann frage ich mich, wie ihr hier gelandet seid, weil es steht mir im Schedule. Da ist ein großer QR-Code. Dann auf der nächsten Folie ist das Engelsystem. Da meldet ihr euch bitte alle an und klickt Schichten. Ja, jetzt bitte Handy rausholen, den QR-Code abscannen. Gut. Und wir haben einen POG. Also Aalen oder Orle, das ist auch so eine schwäbische Kleinstadt. Da gibt es auch einen Hackspace. Und die haben uns Bock gebracht. Wir haben eine eigene Guru 3 Instanz auf guru3.ctbk. Self-Sign-Up funktioniert. Die Person, die es eingerichtet hat, kommt leider erst morgen, aber es tut jetzt schon. Dafür bitte einen Applaus ans Hackwerk Aalen. Und dann noch zur Fotopolicy, zum Allgemeinen. Bitte fragt alle, bevor ihr das Foto aufnehmt, ob das okay für die ist. Und wenn ihr plant, es zu veröffentlichen, fragt die Leute auch, bevor ihr es veröffentlicht, und zwar alle, ob das okay ist. Das ist quasi die Kongress- und Camp-Regelung. Und sonst seid nett zu anderen, seid nett zu euch selbst. Esst genug, trinkt genug. Und wenn es Probleme gibt, zwischenmenschlich oder andere, meldet euch beim Heaven, die helfen euch sehr gerne. Und sonst, ihr wisst ja, 6-mal duschen, 2 Stunden schlafen, 1 Mahlzeit oder so ähnlich. Ja, der Witz ist ein bisschen ausgelutscht, tut mir leid. 6 Stunden schlafen, 2 Mahlzeiten, 1-mal duschen pro Tag. Und Einlass nachts, euch ist vielleicht schon aufgefallen, es gibt nachts keine Einlassschichten. Wir wollten es den Engeln nicht antun, dass sie 4 Stunden vor einer zuenden Tür sitzen und nichts passiert. Es wird eine Klingel geben. Die ist da noch nicht aufgebaut, aber es wird eine geben. Wenn ihr dann vor der Tür steht, könnt ihr die Klingel drücken und dann macht euch hoffentlich jemand auf. Ist die ganze Nacht jemand da. Und das war es auch schon mit meinem Opening. Ich spicke mal zur anderen Orga. Habe ich was vergessen? Gut. Gibt's Fragen? Gibt's auch Käsespätzle? Die Frage war, ob es auch Käsespätzle gibt. Nein, bei uns leider nicht. Wir haben keinen Platz und keine Leute, Essen zu machen. Aber im Emmas gibt's Essen. Und übrigens, im Wiki gibt's eine Essensseite, die ist halbwegs gepflegt. Und es gibt einen Pommesautomat, den habe ich heute Morgen um 3 benutzt. Der ist okay. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, war es das. Und ich wünsche euch viel Spaß auf der Veranstaltung.